ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Bauchintensivtraining. Wir wollen heute an unsere Bauchmuskeln ran, die tiefer liegenden, die oberflächlichen, natürlich auch die Rückenmuskulatur, also einmal rundherum. Zwischendurch im Alltag kannst du auch wunderbar deinen Bauch ab und zu aktivieren, indem du so ein F-Laut durch deine Lippen machst, also so durch die Lippen pfeifst oder das Wort ich sagst, merkst du? Dann wird dein tiefer Querer aktiviert, der nämlich hier wie Taschen sitzt und deine Taille tatsächlich formt. Aber wir wollen uns jetzt erstmal aufwärmen und dann starten wir mit dem Training. Deshalb atme ganz tief durch die Nase ein, nimm die Arme nach oben, atme aus und lass wieder locker. Nochmal einatmen durch die Nase und aus durch den Mund. Nochmal ein und jetzt bleibst du hier und räkelst und streckst dich. Und dazu trittst du mit den Füßen rechts und links, dich langziehen in alle möglichen Richtungen. Das durchblutet deine Muskulatur und dehnt deine Faszien und macht dich bereit für alles, was da noch gleich so kommt. Komm etwas weiter in die Grätsche. Lass deine Arme dann ganz locker fallen und jetzt schwingst du um deinen Körper. Das heißt, du hebst eine Ferse an, drehst deine Arme um den Körper und nimmst dein Becken auch mit in die Bewegung. Also Rotation, ganz locker lassen. Von rechts nach links. Ganz langsam wieder zur Mitte zurückkommen. Bleibe gleich hier in der Grätsche. Lass deine Schultern tief unten, nimm die Arme nach oben. Hände fassen und jetzt darfst du ruhig den Kopf in deine Oberarme legen. Wenn das nicht geht für dich, dann nimm die Hände tiefer an den Kopf. Bauchnabel nach innen ziehen, Knie beugen und beugst deinen Oberkörper nach rechts und nach links. Schräge Bauchmuskeln, die du hier wunderbar aktivierst. Und so wie wir das gerade machen mit langem Hebel, also mach deinen Hebel ruhig etwas kürzer, indem du die Hände an deinen Kopf nimmst. Ruhig Gesäß anspannen. Saug den Bauchnabel noch mal nach innen. Die letzten noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halte in der Mitte, löse auf, stütz deine Hände auf die Oberschenkel, mach deinen Rücken ganz rund. Und während du das machst, kannst du schon mal an den Rand deiner Matte gehen, wieder gerade, nochmal rund, Kopf rein und nochmal gerade und rund, ganz gerade. Bleib jetzt hier, nimm dein Gesäß tiefer und komm auf deine Hände. So, Hände unter die Schultern, Knie unter deine Hüftgelenke, hol dich hier aus den Schultern nach oben heraus und jetzt Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, heb deine Knie vom Boden ab und löse nochmal. Nochmal abheben und lösen. Spürst du was, wenn du hebst? Ausatmend heben, einatmen, lösen. Jawohl, gleich nochmal. Noch einmal, jetzt bleibst du hier in der Luft, halte, versuch dich zu halten und nimm jetzt mal die Hand, die näher zu mir ist, vom Boden weg und dreh dich zu mir. Stopp, so dass deine Knie immer noch gebeugt sind. Komm wieder zurück und wechsle zur anderen Seite. Einfach die Füße auf die Seite legen und Mitte
Und Seite und Mitte. Und vielleicht kannst du jetzt den unteren Fuß mit nach vorne holen. Probier's. Vorne, Mitte. Immer so, wie es für dich okay ist. Gibt keinen guten Schlecht. Nur deinen Weg, vielleicht sogar das Bein in der Luft lassen. Bein in der Luft und zurück. 7 noch. 8 noch. 7 Seite noch einmal. Und Mitte, Knie absetzen. Setz dich ein Stück zurück, locker deine Handgelenke. Zu gemerkt, da war natürlich auch der Rücken dabei. Stützkraft, aber ganz viel Bauch. Jetzt gehen wir eins tiefer und zwar auf die Ellbogen. Dazu Daumen zur Decke. Beine ausstrecken. Eine Linie Oberkörper, Oberschenkel. Du könntest die Knie auch absetzen, wenn du möchtest. Erstmal halten. Und wenn du kannst, entweder hältst du nur oder du holst dein rechtes Knie Richtung rechten Oberarm, linkes zum linken. Nimm deinen Blick mit. Nochmal. Und noch weiter. Letzten schaffen wir noch. Einen noch und kurz lösen. Beine nach vorne. Einfach mal aufstellen. Aufrichten. Schultern zurück, Brustbein heben, lehn dich mit dem oberen Rand vom Becken ein kleines bisschen zurück. Und jetzt tust du so, als wolltest du rechts neben dir etwas ablegen und links neben dir. Also tief und tief. Geh nur so weit nach hinten, wie du es gut halten kannst. Schräge Bauchmuskulatur. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In die Rückenlage. Abrollen. Wenn du möchtest, legst du dir unter den unteren Rücken ein kleines Handtuch oder so. Oder machst deine Matte so ein bisschen rund, dass du eine Unterstützung hast. Beckenknochen, Schambein auf einer Höhe, parallel über dem Boden. Hände stützen den Kopf. Ellbogen ein Stück nach vorne. Und jetzt atme aus, heb den Kopf und den Schultergürtel vom Boden. Gerader oberflächlicher Bauchmuskel wird am allerbesten trainiert aus der neutralen Position. Also nicht den Rücken runterdrücken. Bleib neutral und jetzt komm hoch und wieder tief. Mach mal weiter. Und zwar gehst du nicht ganz hoch, sondern du gehst immer nur so hoch, dass du das gute Gefühl hast, die Rippenbögen und Beckenknochen aneinander anzunähern, ohne dass du den Rücken runterpresst.
ausatmen, hoch. Ruhig den Kopf ein bisschen in die Hände, lass Platz zwischen Kinn und Brustbein. Die letzten 8, 7, 6, 5, 3, 4, 3, 2 und mal kurz ein Bein fassen, zieh dich hoch und entspanne einen Moment, lass locker, dreh dich hoch. Komm hoch zum Stehen, aber lass dir Zeit und wir starten eine zweite gemeinsame Runde, oder? Gut. Lass dir Zeit, lass deinen Kreislauf mitkommen. Stütz dich ab, komm hoch. Gestartet sind wir vorher in einer Grätsche. Bauchnabel sanft nach innen gezogen. Arme nach oben, Kopf in die Hände und nach rechts und links. Neigen. Seitlichen Bauchmuskeln spüren. Vielleicht geht es einfacher als vorher. Geht noch. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und löse auf. Stütz dich wieder auf, mach seinen Rücken rund, währenddessen an den Rand deiner Matte kommen und nochmal ganz geraden Rücken nach vorne auf die Hände. So, Hände unter die Schultern, Knie unter deine Hüftgelenke, Fußspitzen aufstellen, raus aus den Schultern, Knie anheben, einatmen und wieder absetzen. Völlig ausreichend, wenn du bei der Bewegung bleiben möchtest. Und wenn du das Gefühl hast, das funktioniert, lass deine Knie jetzt hier. Komm mal zu mir, dreh dich mal zu mir. Hand zur Schulter und komm wieder zurück und wechsel. Und wechsle. Also, erste Variante. Nur wenn du möchtest, dann streckst du das untere Bein, das jetzt sowieso leichter wird, nach vorne aus. Aber es muss alles nicht. Nimm dich wahr. Schau, was für dich geht. Vier, drei, zwei, halte, Knie absetzen, rück. Jetzt kommt unsere beliebte Plank, stütz die Ellbogen auf den Boden und dann das Knie in Richtung Oberarm ziehen. Erstmal hier vor, Beine ausstrecken. Du kannst entweder hier bleiben oder die Knie unten halten oder du machst mit mir mit und holst dein Knie Richtung Oberarm.
Lass dein Gesäß tief. Noch 5, 5, 4, 3, 2, 1. Aufsetzen. Füße nach vorne. Aufrichten. Brustbein heben, Beckenrand kippt. Und du tust so, als wolltest du etwas rechts und links neben dir ablegen. Am besten ausatmen, ausatmen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Untere Oberschenkel fassen, runterrollen. Neutrales Becken. Vielleicht wieder was unter die Lendenwirbelsäule legen. Bauch sanft nach innen ziehen. Kopf anheben. Ellbogen bisschen nach vorn und drückt den Kopf in die Hände. Und jetzt geht es nochmal zur Mitte hoch. Und wieder tief ein. Ausatmen, hoch. Ein. Mal ganz bewusst spüren, ob es auch der gerade Bauchmuskel ist. Platz. Hier halten. Ausatmen, hoch, einatmen, tief. Vielleicht nochmal mit dem Kopf in die Hände drücken, ganz sanft. Dann entspannt sich nämlich dein Nacken vorne. Ist der Endspurt versprochen. Und vielleicht merkst du auch, dass die Bauchdecke unten bleibt, sobald du mit dem Oberkörper nach oben gehst. Letzten 8 Stück, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lösen, Fußsohlen zusammen, Knie nach außen, entspannen. Puh. Super. So kannst du liegen bleiben, wenn du möchtest. Nimm mal ein Knie zum anderen Knie, dreh den Kopf zur anderen Seite. Nacheinander zur Mitte, zusammen zur anderen Seite. Nacheinander zur Mitte. Ganz rüber auf eine Seite, über die Seite drückst du dich hoch zum Sitzen, kommst dann ganz langsam eins weiter auf die Knie, Füße, stützt dich auf, mach deinen Rücken rund,
Nach vorne schauen, ganz gerade. Noch einmal ganz rund, Kopf rein. Ganz gerade, und wenn du gerade bist, dann richtest du dich nach oben auf. Lass locker. Fleißig, atme ein, streck dich. Jetzt dehne deinen ganzen Bauchmuskel, indem du dich streckst und räkelst, lang ziehst. Bleibe stehen, öffnen. Rechte Schulter zieht tief, lass den Kopf nach links. Spür deinen Nacken. Lass links ganz locker. Langsam über vorne zur anderen Seite. Die linke Schulter zieht, lass die rechte locker. Und dann langsam vor, lass den Kopf hängen, ganz schwer. Atme aus, richte dich auf, löse die Schultern, nochmal einatmen, lang strecken, lang ziehen. Öffne die Arme, denk immer mal wieder auch an deine Aufrichtung im Alltag, da strafft die Bauchdecke schon von ganz allein. Einatmen und ausatmen, entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen, sehr schön. Ich hoffe, du spürst jetzt deine Bauchmuskeln oder eigentlich die ganze Körpermitte. Ich freue mich über einen Kommentar. Ich freue mich auch über ein Gefällt mir, wenn es dir gefallen hat. Wenn du möchtest, kannst du meine Arbeit wertschätzen. Dankeschön. Der Link ist in den Beschreibungen unten. Heißt Steady, deine Unterstützung mit monatlich 2,50 Euro oder 5 oder 10 Euro, ganz wie du möchtest. Freue mich auch, wenn du so dabei bist. Vielleicht lädst du noch jemanden ein. Und wenn du noch mehr für deinen Bauch machen möchtest, gib einfach in die Suchzeile von YouTube Gabi Fastner Bauch ein. Dann findest du bestimmt noch ganz viele andere Videos. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser nächstes gemeinsames Workout. Bis dann!